Johann Möller. 5.47 Uhr. Meine Schicht beginnt. Noch einen Atemzug harziger Luft der geschnittenen, geschälten Grubenhölzer. Die Räder am Turmgerüst werden beim Glockenschlag das Drahtseil in die Grube werfen. Ein Tag wie jeder andere. Glück auf. Wortlos stehen wir nebeneinander. Anton, Jupp, Karl. 25 Mann. Der Förderkorb jagt senkrecht durch das Ruhrkohlengebirge. 6 Meter eine Sekunde. Tag und Nacht machen wir die singende Seilfahrt durch den dunklen, fast endlosen Schacht. Und nach 8 Stunden, du bist potschwarz und verschwitzt und müde, siehst du den Tag wieder. Ein Tag wie jeder andere. Für den Lumpensammler, für die Stadt, in der er lebt, für die Menschen, die hier arbeiten. Nur der Fremde, der Besucher, entdeckt eine neue Wirklichkeit, die hinter Zahlen und Superlativen offenbar wird. Ich sehe mit anderen Augen als die Männer des Vermessungstrupps den Dschungel von Rohren, Schloten, Stahlgerüsten. Wir stehen auf einem Schlackenberg, der wie der Schrott eines Tages verschwinden wird, um vielleicht einer Wohnsiedlung Platz zu machen oder einem neuen Hochofen, der die Vergangenheit schluckt und die Gegenwart und Zukunft mitbestimmt. In 2 oder 3 Schichten wechselt sich etwa ein Viertel der 250.000 Einwohner im steten Rhythmus ab, um die alten oder neuen Industriewerke auf vollen Touren laufen zu lassen. Allein in dieser zentralen Stadt im Ruhrgebiet. An einem Fabriktor lese ich, Arbeit ist die Quelle aller Werte. Heute, sagt mir der Schichtführer, walzen wir 0,8 mm für unsere Automobilindustrie. Gestern machten wir 20 mm Blech, einen Exportauftrag für Kettenfahrzeuge. Der Kumpel an der Kohle ist bordkrank. Sein Gedinge heißt 10 oder 12 laufende Meter, da stört der Eindringling nur. Güterwagen rollen unter und über Tage. Hier ist die Kohle Grundlage von Produktion und Forschung. Und der Bauer in Japan oder Spanien ahnt wohl nicht, wie fast geheimnisvoll in kilometerlangen Rohren von ein paar Menschen vor Armaturen an Hebeln und Schaltern sein Düngemittel hergestellt wird. Hinter diesen Fenstern arbeiten unter anderem Konstrukteure, die zu der kleinen Gruppe gehören, die die Atomenergie für friedliche Nutzung entwickeln. Viele dieser Schornsteine, Halden oder Hallen sind miteinander verwandt, gekoppelt. Beschicken einen anderen Industriezweig mit Rohstoffen. Kohle, Erz und Schrott werden zu Eisen. Eisen zu Stahl, Stahl zu Brücken. Brücken baut diese Stadt für die ganze Welt. Diese Rohre versorgen erstmalig in Europa eine benachbarte Glashütte mit Gas. Das Spielchen verloren, wer hat denn die Cracks von Rot-Weiß werden auch morgen vor ausverkauften Tribünen spielen. König Fußball liegt fürs Wochenende weit vorn. Aber auch sonst gibt es für den Feierabend Möglichkeiten genug. Unser Torwart, der elende Lovas, der hat uns das Spielchen verloren. Während er der kleinen Kugel den richtigen Effe gibt, schiebt sie nebenan die große Kugel. Liegen da, das ist ein Vergnügen. Ein jeder aber kann es nicht in die ganze schieben. Brüder, lasst uns lustig sein bei der Frühling. Wer mit so ernster Miene singt, will ernst genommen werden. Unser Die Kurse der Volkshochschule sind vielseitig und meist überfüllt. Weiter atmen, die Stellung bleibt beim Yoga 15 Sekunden lang.
Hühnling zu Wohlverdienen. Entspannung im Turnsaal oder mit Turn und Spachtel. Und wer sich noch einmal auf die Schulbank setzt und in fremden Sprachen diskutiert, denkt sicher nicht nur an den nächsten Urlaub. I would prefer to stay in a hotel. It's more comfortable, you see? You even look like it. But anyway, it is a cheap pleasure and it is healthy too. I like to be sunburned. Ich bin wirklich gern braun. Ja, so ist das. Dem einen genügt ein Schläfchen in der Sonne am Rhein-Herne-Kanal, der andere macht einen Sprung ins saubere Wasser eines der Freibäder oder der neuen städtischen Badeanstalten. Nicht an jedem Wochenende sind die Speedway-Europameisterschaften in Oberhausen. Aber jedes Wochenende wird der Karnickelstall gründlich gereinigt. Oder es gehen einige der 40.000 Brieftauben, die hier zu Hause sind, auf große Reise und finden immer wieder über hunderte von Kilometern den Weg zurück. Wer dieses Wunder der Schöpfung unter dem Himmel empfindet, wer unter der Erde arbeitet, in ständiger Gefahr lebt, sucht besonders den Altar. Die Luft ist schwer wie die Gemüter der Menschen, aber leicht entzündbar. Und Zündstoff gibt es an der Ruhr genug. Gestern waren es die Zustände unter Tage. Heute sind es die Feierschichten und Kohlenhalden. Morgen die Unsicherheit im Konkurrenzkampf gegen das Öl. Und es soll immer wieder erkannt werden, die Kritik an bestehenden Schwierigkeiten bleibt wach. Und man ist diesen Menschen verpflichtet, die ihrer Landschaft verbunden sind und sie als die Heimat ihrer Kinder betrachten. Schulhöfe, die Kinderspielplätze sind das lebende Zeugnis für den Geburtenüberschuss im Ruhrgebiet. Opa und die Muttis mögen nachdenklich zusehen und sich an ihre Jugend erinnern, wenn die Kinder fröhlich johlend mit den Rollern auf dem neuen Spielplatz um die Wette fahren. In allen Stadtteilen steht man plötzlich vor großflächigen Baustellen und man spürt das Bemühen, über das graue Gleichmaß auch der jüngsten Vergangenheit hinauszuwachsen. Man baut hoch, modern, großzügig, auf gestalteten Freiflächen und farbenfroh. Die Wirkung kann nicht ausbleiben. Die eigenwillige Architektur, die mutig lustigen Farben müssen die Menschen ändern, die hier lernen und leben werden. Die Stadtplaner und Straßenbauer haben ihre Probleme, denn ihre Vorgänger haben zu ihrer Zeit sicher nicht geahnt, was eines Tages aus der Wiege der Ruhrindustrie werden würde. 900 Reisezüge täglich. Allein diese Schranke wird in 24 Stunden rund 200 Mal geschlossen. Das ist die Glückaufschranke. Glück haben sie, wenn sie auf ist. Der Fußgänger macht seinen ironischen Witz. Der Autofahrer steht nervös auf Kupplung und Bremse. Umgehungs- oder Stadtschnellstraße ist die Frage im Stadtparlament. Und die Oberbürgermeisterin sagt zu ihrem Besuch vom Ministerium aus Bonn, vielleicht ist die Lösung des aktuellen Verkehrsproblems in Oberhausen dringender als vor 100 Jahren der Bau der ersten Eisenbahn. Wer kann es mir noch einmal wiederholen? Michael? Vor 100 Jahren baute man in Westdeutschland die erste Eisenbahn. Es war hier noch alles Heide und Moor. Man baute auch einen Bahnhof mit Namen Oberhausen, weil in der Nähe auch ein Schloss Oberhausen war. Man baute auch ringsherum viele Zechen und Hütten. Und vor 200 Jahren hat der Freiherr Freiherr von der Wenge die Antonihütte gegründet. Wir haben ja ein Bild hier von der Antonihütte. Viele Leute kamen aus verschiedenen Ländern, um hier zu arbeiten. Daraus gründete man die Gemeinde Oberhausen. Ja, ja, das stimmt. Das war der alte Holzkohlenschuppen. Da hat man früher Holzkohle drin gehabt. Da hat man mit verhüttet, mit geschmolzen. Da hat man ja noch keinen Koks, hat man doch gar nicht gekannt. Da kamen die Bauern von Hiesfeld mit dem Wagen und brachen die Rasenerze hier hin. Die hat man hier verhüttet. Meine Großeltern, die sind 1838 von der Eifel hergekommen. Hier zur Antonihütte. Da kamen sie alle her, von Rheinland, von Westfalen, von Ostpreußen. Die wussten, dass hier Geld verdient wurde. Der 86-jährige Former Heinrich Fischer erinnert sich lebhaft an seine Jugend. Er kennt noch das alte Schloss, das Herrenhaus derer von Oberhus, das wieder aufgebaut wurde.
Er meint, man sollte die Burg Vondern in Obhut nehmen, genau wie das Kastell Holten schon unter Naturschutz steht. Und sicher versteht er nicht, dass Herr Brahm aus der alten Holtener Windmühle eine Tankstelle macht. Wie immer man dazu steht, aus einem Dorf ist eine Stadt geworden, auch wenn die Schafe oder die letzten drei Bergmannsziegen irgendwo an die Vergangenheit erinnern. Wer heute im Ruhrgebiet einmal von der Autobahn, angezogen von der faszinierenden Industriekulisse rechts abbiegen wird, kommt zu freundlichen, herzlich einfachen und schlagfertigen Menschen. Ich glaube, dass die fälligen Raten für Kühlschrank, Fernsehen oder Moped auch noch die nächsten Jahrzehnte das schwarze Gold fördern werden. Auf dem Markt ist die Frau des Kumpels zu Hause. Hier kann sie wählen, kalkulieren, entscheiden. Und der Fremde mag wohl einmal darüber nachdenken, wie lückenlos alles funktionieren muss, um die Fabriken und 6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet mit dem Nötigen zu versorgen. Beantwortet wurde die Frage zum Teil an den Bahnhöfen. Allein hier im Zentrum des Ruhrgebiets werden täglich bis zu 10.000 solcher Wagen rangiert. Wenn der erlösende Regen ein paar Tage das Gebiet an der Ruhr vergessen hat, ist es nicht nur hier am Bahngelände oder an der Zeche schmutzig grau. Dennoch tragen die Mädchen helle, farbenfrohe Kleider. Weiß ist also kein Traum, wenn auch nur für ein paar Stunden. Wer wie eine Maschine arbeitet, liebt die Maschine. Am Bahnhof und überall die Leute hier halten ihre Straßen sauber. Dafür haben die Hausfrauen ihre liebe Not mit dem lästigen Industriestaub. Schwer hat es das Grün an der Ruhr. Und man kämpft um jeden Strauch, um jeden Baum, um jede Blume. Und wer kein Blumenbrett hat, kauft sich ein paar Blumen, sogar aus Wachs oder Schaumgummi. Erst einmal die Briketts herunterspülen, wie oft habe ich das gehört. Am Hochofen, unter Tage und in einer der typischen Trinkhallen. Das Fernsehen nennt man Pantoffelkino. Dennoch versäumt man keine Theaterpremiere, wie zum Beispiel den Hauptmann von Köpenick. Blam, 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 ah? Nee, Mensch, der Teig scharf ausbaldowert. Da haben sie einen ganzen Schrank voll Passgeschichten. Richtige schöne Pässe haben sie dazu liegen. Zum Verlängern und zum Überschreiben. Und ein Dienststempel und Stempelpapier. Da findest du alles, was du zum Leben brauchst. Haben alle Menschen, die hier leben und arbeiten, das, was sie zum Leben brauchen? Der Wald von Schornsteinen, das Land, die Stadt und ihre Bewohner beantworten diese Frage jeden Tag, jede Nacht. Der Grubenherr, der Hütteningenieur, der Hafenarbeiter, der Kumpel an der Kohle, die Menschen, wo immer man auf sie trifft, wo immer man sie spricht. Ihr Lebensrhythmus sind die drei Schichten. Und jeder ist der Herr in seiner Stadt.